Jeder, der über große Koalitionen spekuliert, der kriegt von mir auf die Mütze. Was stört mich, mein Geschwätz von gestern? Ich finde auch, Herr Steinbrück kann sagen, was er will. Man muss ja niemanden zu was zwingen. Ich möchte auch keine große Koalition. Niemand strebt sie an. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Aber wir müssen akzeptieren, dass die Zahl der Straftaten bei jugendlichen Migranten besonders hoch ist. Bernhard Schönberg, der Berliner Landesvorsitzende, kennt die Probleme seit langem. Es gibt die Bereiche hier von Neukölln Nord, Kreuzberg, Tiergarten, Schöneberg Nord, Wedding, wo man sagen kann, da gibt es ganze Stadtbereiche innerhalb dieser Bezirke, die man als stark gefährdet bis verloren bezeichnen kann. Sie haben eine Parallelgesellschaft bis hin zur Rechtsprechung innerhalb ihrer Kreise geschaffen. Sie brauchen die deutsche Gesellschaft nicht, sie brauchen den deutschen Staat nicht, außer für Sozialhilfekosten und ähnliche Dinge. Und ich sehe keine Ansätze, keine erfolgversprechenden Ansätze, das wieder zurückzudrehen. Eine Kriminalitätsstatistik aus Berlin. Von rund 3.500 jugendlichen Tatverdächtigen waren letztes Jahr rund 2.000 nicht deutscher Herkunft. Bei den Intensivtätern, das ist man ab 10 schweren Straftaten, liegt der Anteil von Türken und Arabern mit oder ohne deutschen Pass in einigen Bezirken bei 80%. Wir haben es auf der Täterseite überwiegend mit türkisch-arabischstämmigen Personen zu tun, die sich vorzugsweise Deutsche oder jedenfalls Personen ohne Migrationshintergrund als Opfer wählen und deren Reaktion ist, sich jetzt selber zu bewaffnen. Das wird mir auch ganz offen gesagt. Wie traumatisiert Jugendliche nach einem Übergriff sind, erleben Polizei und Opferverbände täglich. Seit langem warnen sie vor der steigenden Gewalt arabisch-türkischer Gangs. Die betroffenen Deutschen aber schweigen. Aber wir müssen akzeptieren, dass die Zahl der Straftaten bei jugendlichen Migranten besonders hoch ist. Die Opfer reagieren da zumeist sehr zurückhaltend drauf. Sie sind geschockt, dass sie in ihrem eigenen Land als Deutscher beschimpft werden. Und als erstes kommt dann immer der Gedanke, wie reagiere ich jetzt politisch korrekt darauf? Aber wir müssen akzeptieren, dass die Zahl der Straftaten bei jugendlichen Migranten besonders hoch ist. Die Deutschen ziehen sich zurück in den Ostteil der Stadt. Ich ziehe nach Lichtenberg, da sind zwar die Rechten, aber zumindest wird mein Kind nicht ständig von irgendwelchen türkisch-arabischen Banden malträtiert. Ja. Wenn ein 70-jähriger Mann am Bahnhof grundlos zusammengeschlagen wird und hinterher noch gesagt wird, Scheißdeutscher, nachgebrüllt wird, Scheißdeutscher, dann wird dadurch eine Gesinnung ausgedrückt, von der man wirklich sagen kann, Scheißdeutscher und Gewalt gegen einen alten Mann als junger Mensch, hast in dem Land nichts verloren. Junge Männer mit Migrationshintergrund, denen Werte wie Demokratie, Toleranz oder Integration genauso egal sind wie die Leiden ihrer Opfer. Wir zeigen Ihnen jetzt eine Schule aus Neukölln. Sie können diesen Beitrag unter deutsch-nationalen Blickwinkel anschauen. Dann heißt die Geschichte, ausländische Schüler machen deutsche Schüler fertig. Dann werden Sie in guter Gesellschaft mit der NPD und anderen rechtsextremen Gruppierungen, die genau das in unserem Film sehen wollen. Ihren Blick öffnen. Dann werden Sie schnell merken, dass es eigentlich gar nicht um Nationalität geht, sondern um gescheiterte Integration. Um Stadtteile, die zu Ghettos wurden, in deren Schulen türkische und arabische Jungs das Sagen haben. Und da läuft es wie immer unter Minderheiten. Man tritt nach unten. Die stärkere Gruppe greift eben die an, die in der Unterzahl ist. Hüner Balci war in Berlin an Schulen, an denen eben Deutsche die Minderheit sind.
ein relativ geringer Ausländeranteil im Laden drin ist. Ich sag mal, bei den Deutschen ist die Qualität der Gewalt größtenteils niedriger. Die hauen sie halt mal. Dieses drauf und vernichten und ich will die jetzt kaputt machen, sieht man bei den Deutschen weniger. Bei vielen Gästen kommt die niedrige Ausländerquote gut an. Ja, es ist super, weil die machen nur Ärger. Jetzt schaut mal hier, da läuft alles friedlich ab. Jetzt sagen wir mal 10 Ausländer, 10 Türken, die miteinander befreundet sind, dann geht's rund. 90% von den Türken, die machen echt einen Stress hier. Die kommen her, touchen die Mädchen am Arsch und meinen, die sind die Besten. Ist das so, oder? Ja, ich bin wirklich. Arsch fassen, Titten fassen, yo Mann, wollen wir einen trinken? Absolute Scheiße. Zum Beispiel waren Koppler und ich beim Feiern. Und einer ist hergekommen, hat uns angerempelt und hat uns dann zusammengehauen.